Hallo zusammen, hier ist Larik und ich spiele mit euch heute eine Runde Dauntless. Dauntless ist ein Monster Hunter ähnliches Spiel. Das heißt, man muss auf kleinen Inseln große Monster erledigen und ist seit ein paar Wochen im Release. Davor war es eine ganze Zeit lang in der Beta. Es hat so einen kleinen Hype erfahren in den letzten Wochen, den ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Dazu später aber mehr. Ich zeige euch erstmal eigentlich das Kernstück von Dauntless, um letztendlich die Monsterjagd, und werde euch danach ein paar andere Sachen über das Spiel noch erzählen. Letztendlich kann man der Monsterjagd jederzeit beitreten. Hier gibt es verschiedene Modi. Ich nehme jetzt mal hier für die Verfolgung, weil das schnellste ist, sage ich jetzt mal. Hier gibt es verschiedene Monstersorten, die man aussuchen kann. Die werden hier im Spiel Behemoths genannt, hier nach den Elementen Brand, Frost, Schock, Terra ist so erdschadenmäßig oder neutrale. Ich nehme jetzt einfach mal neutrale, ist völlig egal. Da gibt es dann auch wiederum verschiedene. Hier habe ich zuletzt den Schweig mal gemacht, der war relativ schwer. Den kann ich auch gleich mal zeigen. Jetzt habe ich das ausgewählt quasi, kann jetzt hier auf Jagd beginnen klicken. Jetzt beginnt so ein Matchmaking, das sieht man da oben. Ich kann noch währenddessen hier in diesem Hub, in diesem Spielzentrum hier rumlaufen, wo ich allerlei Dienstleistungen auch in Anspruch nehmen kann, craften kann, Quests annehmen kann und dergleichen mehr. Diese Quests drehen sich natürlich zwangsläufig letztendlich auch um das Erledigen von Monstern. Ich habe verschiedene Waffen zur Auswahl, die kann ich letztendlich jederzeit hier, wenn ich in diesem Hub bin, austauschen von der Waffe oder Rüstung. Es gibt hier noch so eine Laterne, die Spezialfähigkeiten hat, sage ich jetzt mal. Zeige ich euch später mehr, denn jetzt habe ich ein Match gefunden. Ich drücke jetzt hier H, sehe dann hier nochmal so eine kleine Zusammenfassung, was ich bekomme, und kann dann jetzt hier sagen, aufbrechen, damit geht's los. Kurzer Ladebildschirm und dann werde ich gleich in einem Matchmaking-Bildschirm landen. Der ist auch schon. Das Ganze spielt sich nämlich mit bis zu 4 Spielern, die Jagd auf dieses Monster machen. Auch hier kann ich jetzt nochmal, oder könnte ich, wenn ich wollte, nochmal ein bisschen was verändern an meiner Ausrüstung. Es gibt ja verschiedene Behemoths oder Monster, die verschiedene Anfälligkeiten haben oder verschiedene Schadenstypen machen. Dazu später mehr. Hier sieht man das Gefahrenniveau, das steigt. Je höher die Punktzahl, desto schwieriger ist es. Hier steht, was ich für eine Waffenstärke mitbringen sollte, welche ich habe, also welche empfohlen ist. In diesem Fall 150. Auch die Rüstungsstärke sollte 150 sein. Da liege ich jetzt drunter, 140 und 100. Das ist aber in der Gruppe ja bisher nie ein Problem gewesen. Die Kämpfe waren bisher, und ich bin jetzt noch relativ am Anfang, habe so, ich sag mal, 5, 6 von diesen Behemoths erledigt, mir die erste Rüstung gecraftet oder auch schon die zweite hier. Das war bisher nie ein Problem, soll auf höheren Schwierigkeitsgraden dann aber anders aussehen, da muss das schon ordentlich laufen. So, der Countdown ist abgelaufen. Ich bin jetzt hier auf dieser Insel, wird kurz durch so ein Video gezeigt. Jetzt hier kommt das Luftschiff, damit sind wir quasi zu der Insel geflogen. Die Kollegen springen jetzt hier runter. Wenn man möchte, kann man sich im Shop hier eine neue Eingangsanimation kaufen. Mir ist das relativ egal. Und deswegen geht es jetzt hier los. Wenn ich auf der Insel bin, die ist recht übersichtlich groß, das kann man jetzt hier natürlich nicht sehen, aber es ist jetzt keine Open World oder sowas, das ist eine recht übersichtliche, schwebende Insel. Ich kann hier trotzdem Ressourcen sammeln, hier zum Beispiel diese Pflanzen, die kann ich dann beim Alchemisten dann gegen Tränke quasi eintauschen, beziehungsweise Tränke davon craften. Und da hinten ist auch schon das Monster, um das es geht. Und jetzt zeige ich euch einfach mal, wie man so kämpft. Ich habe einen Speer mitgebracht. Es gibt, wie gesagt, verschiedene Waffen, die verschiedene Kombos ausüben können. Hier zeigt sich aus meiner Sicht ein bisschen eine Schwäche des Spiels, aus meiner Sicht jedenfalls, nämlich, dass man für die meisten Attacken stehen bleiben muss. Das finde ich ein bisschen schade, dann kann man die Kombos nicht so häufig auslösen, wie man es vielleicht gern hätte. Das hier ist jetzt ein Kombo, dass er hier so rumzappelt, aber als er auslöste, war der Mob oder das Monster schon wieder weg. Dafür muss ich 4-mal die linke Maustaste drücken übrigens. Das dauert halt einfach ein bisschen, und bis dahin ist der Mob halt einfach schon oft weg. Man kann diesen Monstern, die hier verschiedene Angriffsmuster haben, man kann auch ausweichen. Wenn ich Leertaste drücke, dann macht er so eine Ausweichsrolle, und man kann den vor allem auch verschiedene Teile abschlagen, hier den Schwanz beispielsweise, oder aber manchmal die Klauen und Hörner und dergleichen mehr. Die haben verschiedene Moves, muss man eben ausweichen. Und
Das ist es dann im Grunde auch genommen auch schon. Ich habe hier auch noch so eine Granate dabei, die kann ich werfen. Bums, tut auch ordentlich weh. Sieht alles wunderschön aus, muss man sagen. Grafik ist natürlich ein Comic-Stil, das muss man mögen, aber ich finde es ganz cool eigentlich. Stimmig vor allem. Und ja, so läuft der Kampf dann ab. Jetzt mache ich mal so eine andere Kombo mit Rechtsklick. Au. Die verbrauchen so eine Art Stamina, Ausdauer, wenn man so will. Das sieht man oben, die Leisten, oben links. Die grünen Leisten sind meine Hitpoints. Die orangene, sich wieder auffüllende Leiste ist meine Stamina. Und ja, jede Attacke, jede Ausweichrolle braucht, verbraucht quasi die Ausdauer. Ja, mal ein bisschen ausweichen hier so. Ja, und da muss man ein bisschen haushalten mit. Wobei, wenn die leer ist, ist sie relativ schnell wieder regeneriert, sieht man ja jetzt hier. Dieser Mob ist übrigens, oder dieser Behemoth ist übrigens ein relativ mobil. Also da ist schon relativ schwierig, jetzt so einen Kombo mal durchzubringen. Hui, ja, da gut ausgewichen. Wenn man oft trifft, ja, jetzt bin ich angekommen, ist er schon wieder weg. Wenn man oft genug trifft, lädt sich da so eine Spezialenergie auf. Das ist der Balken unterhalb der Ausdauer. Die füllt sich so langsam auf, wenn ich ja, Treffer setze. Und der Speer hat quasi die Fähigkeit, dass er dann schießen kann. Wie so ein Gewehr, sage ich jetzt mal, wenn ich den erstmal aufgeladen habe. Ist eine ganz schöne Sache eigentlich. So, jetzt drücke ich einmal Q, dann habe ich ihn aufgeladen. Sieht man diese Rakete. Wenn ich jetzt nochmal Q drücke und gedrückt halte, dann kann ich so zielen, abdrücken und ordentlich Schaden machen. Ist eine ganz nette Sache eigentlich. Ansonsten hat der Speer auch ja, Spezialeigenarten, so nenne ich sie jetzt mal. Jede Waffe hat eigentlich Spezialeigenarten. Also der Speer kann besonders gut Teile des Monsters ja, durchdringen, um sie nachher vielleicht abzutrennen, wie bei den Schwänzen oder Klauen. Ich kann mir nicht so richtig erkennen, wann es denn soweit ist, wann ein Teil so weit ist, dass man es abtrennen kann, aber mit der Übung sieht man das wahrscheinlich auch. Das ist ja ganz schön, also die Monster, die verändern auch ihre Optik so ein bisschen mit der Zeit. Ja, hier ist übrigens so ein Ding, da kann man sich heilen. Zack, habe ich jetzt mal eben gemacht. Die Monster verändern ihre Optik so ein bisschen, sehen hier ein bisschen zerzauster aus oder halt eben auch verletzt, dass man also tatsächlich auch erkennen kann, wie es denen geht. So, jetzt habe ich die Kombo verpasst, das war nicht so gut. Die werden auch irgendwann sauer, ändern dann ihre Attacken, werden ein bisschen ja, schwerer. Aber letztendlich ist das alles zu schaffen irgendwie. Oh oh. Ausweichen. Wenn ich hier Escape drücke, das mache ich mal im Kampf, die Kollegen kommen mir zurecht, Escape drücke, dann komme ich wieder in diese Übersicht. Hier kann ich mir meine Manöver angucken, die ich mit dem Speer so machen kann. Viermal links klicken und einmal gedrückt halten oder dreimal rechts klicken beispielsweise sind so Spezialmoves, die ich hier die ganze Zeit zeige. Ich mache jetzt mal den Rechtsklick. Einmal geklickt, zweimal geklickt, dreimal geklickt. Jetzt haut er hier richtig einen raus. Ist eine feine Sache. Und jetzt den Linksklick ist eben das, wo man so zusticht. 1, 2, 3, 4 und gedrückt halten. Zack, 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 zack. Gibt ordentlich Haue. Autsch, jetzt hat er sich gewehrt. Bei jeder Jagd hat man 5 Heiltränke dabei. Die kann man nehmen jederzeit. Zack, bin ich wieder ein bisschen geheilt, beziehungsweise sogar fast voll. Ich kann hier zwischendurch hier die Pflanzen einsammeln. Filzblatt brauche ich, wie gesagt, zum Craften. Wobei die Lebenspunkte oder Lebenselixiere gratis sind. So, jetzt versuche ich wieder an den Gegner dran zu kommen. Da habe ich ihn. Oh, komm. Ah, zu weit weg. Das Kombo funktioniert da natürlich nicht. Aber ich will nicht unken an dieser Stelle. Aber letztendlich habt ihr jetzt schon fast alles gesehen, was das Spiel so bietet. Nämlich ellenlange Kämpfe gegen Monster. Natürlich kann man sich da mit den Waffen gegenseitig ein bisschen ergänzen und die Monster kämpfen auch alle, sehen fantastisch aus, kämpfen alle unterschiedlich, haben verschiedene Spezialmoves hier, brechen auch die Bäume um und alles. Ist irgendwie cool, aber letztendlich geht es immer nur darum, ein riesiges Monster zu vermöbeln mit immer wieder den gleichen Kombos. So wie ich das durchblicke, ändern sich die Waffen nicht wirklich. Die ändern sich zwar teilweise im Detail ein bisschen hier und da, aber letztendlich sind das, wie gesagt, Details. Oh. Aber der Spielablauf ändert sich letztlich nicht. Hier sieht man, dass ich jetzt gerade hier so ein Meisterschaftsspielziel abgeschlossen habe. Immer wenn ich so eine Waffe benutze, kann ich die Meisterschaft damit steigern. Und dann ja, kriege ich so verschiedene Titel oder eben auch diese marginalen Änderungen. Optisch anpassen kann ich das Ganze auch. Zeige ich gleich noch. Aua, das hat weh. Eben noch so einen Heiltrank schnabulieren hier. Zack. Aua, ja, das war gut. Heiltrank schnabuliert und nicht ausgewichen.
So, jetzt flieht das Monster, also ab einem gewissen Schwierigkeitsgrad haut der Behemoth einmal zwischendurch ab. Jetzt muss man ihn wiederfinden, was relativ zügig geht normalerweise, weil die Inseln halt relativ klein sind. Hier ist so eine Art Sprungpunkt. Wir haben ja gesehen, dass er in diese Richtung geflogen ist, deswegen springe ich ihn jetzt mal hin und her hinterher. Zack, jemand hat gerade einen Flare gezündet. Das ist so eine Feuerwerksrakete, ein Leuchtkörper, der einem so ein bisschen zeigen oder einen auf was aufmerksam machen soll. Hier ist wieder das Viech. Jetzt geht der Kampf auch schon weiter. Ich zünde hier mal so eine Feuerwerksrakete. Hat man hier so ein kleines Menü, kann man Emote machen oder eben so eine Rakete hochwerfen. Mache ich jetzt mal. Jetzt sieht auch der letzte Kollege, wo wir hier am Kämpfen sind. Und dann geht das hier weiter. Genauso wie gerade eigentlich. Jetzt kann es sein, dass die Attacken sich ein bisschen geändert haben. Aber letztendlich geht es genauso weiter wie eben. Hier der rechte Kollege, der gerade am Kämpfen ist, der Black Panther. Der hat so Klingenwaffen, heißen die. Die sind sehr schnell in der Attacke. Ist eine recht mobile Waffe. Aber trotzdem ist er immobil, während er kämpft. Und ist besonders gut dafür geeignet. Oh, jetzt muss ich ja schon mal einen Heiltrank nehmen. Auch Teile des Gegners abzutrennen, sag ich mal. So, ich werde den letzten Rest des Kampfes mal unkommentiert lassen, einfach mal die Bilder auf sich wirken lassen und konzentriere mich jetzt mal mehr aufs Fighten, nicht, dass wir das hier nicht gewinnen. So, dieses Monster war doch relativ schwer, hat man gesehen. Wir haben 13 Minuten gebraucht. Das Team hat den Rang B, das geht glaube ich bis S plus als Rang. Mein eigener Rang im Vergleich zum Team ist der gleiche, waren also alle gleich gut oder gleich schlecht, je nachdem wie man das sieht. Am Ende kommt hier noch so ein Abrechnungsbogen, da kann man hier sehen, Slayer-Fortschritte, also Slayer sind hier die Charaktere quasi, was hier verschiedene Erfahrungspunkte so eingesammelt hat und hier was man so an Loot bekommen hat. Das sind im Grunde genommen Crafting-Sachen,
Zutaten. Man hat zwischendurch gesehen, dass ich da niederlag und mich wiederbeleben musste. Das geht hier am Anfang noch, ich glaube, kostenfrei, so wie das aussieht. Wenn man aber später mal die schwereren Kämpfe macht, dann kann man sich als Team nur irgendwie eine gewisse Anzahl, hat man nur eine gewisse Anzahl von Wiederbelebungen. Das macht das Ganze natürlich etwas schwieriger, vor allem wenn man dann vielleicht jemanden dabei hat, der vielleicht nicht so die Erfahrung hat und sich ein bisschen doof anstellt, kann ja immer mal sein. Ich will euch noch eben zeigen, die verschiedenen Waffen, die es gibt. Es gibt hier diesen Ausrüstungsbildschirm, habe ich euch gerade schon gezeigt. Man hat verschiedene Waffen, die man hier benutzen kann. Ein großes Schwert, eine große Axt, ein großer Hammer, diese Klingenwaffen hier, den Speer, den ich gerade benutzt habe, und dann eben noch Kanonen, die man benutzen kann, also Pistolen, wenn man so will. Die Waffen gibt es jeweils wie in verschiedenen Ausrüstungen, die den Behemoths entsprechen. Also für jede Behemoth-Art gibt es eine eigene Unterwaffenkategorie, wenn man so will. Hier gibt es den Ember-Speer, das gibt es von dem Ember-Behemoth, also so ein Feuer-Behemoth. Der macht dann schon mal Feuerschaden mehr. Der Feuer-Behemoth ist selber dagegen so ein bisschen immun, muss dann also so ein bisschen abpassen. Das betrifft nicht nur die Waffen, die man hier auch noch mal ein bisschen modifizieren kann, indem man da Zellen ausrüstet, die man finden kann, wenn man die Behemoths erschlägt. Das gleiche gilt auch für die Rüstung. Von der Mütze hier, Brustrüstung, Handschuhe, Füße und eben die Laterne, die ein Spezialskill, sage ich mal, startet. Die kann einen beispielsweise, bewegt man sich hier schneller, habe ich im letzten Kampf auch benutzt. Dann gibt es auch eine, die macht ein Schild um einen herum und dergleichen mehr. Es gibt also schon, da kann man schon viel Zeit mit verbringen, seine Rüstung hier perfekt irgendwie abzustimmen. Man kann hier die Farbe verändern, die kann man sich im Echtgeldshop dann kaufen, die Farben. Man kann hier die Zellen nochmal ausrüsten, um die Rüstung wirklich super auf den eigenen Spielstil letztendlich so ein bisschen anzupassen. Bekommen tut man die Rüstung hier oben beim Crafter. Das zeige ich auch mal kurz. Davon gibt es zwei. Einmal ihn hier, das ist, ich glaube, das ist der Waffencrafter, wenn mich nicht alles täuscht. Genau, da gibt es eben für jede Behemoth-Art die verschiedenen Waffengattungen von der Waffenart hier, Schwerter, wie gesagt, Hämmer und so weiter. Gibt es alles Mögliche. Wenn ich jetzt so eine Sache mal ausrüste hier, beispielsweise, wenn ich jetzt mal nicht den Speer nehme, sondern ich nehme jetzt mal hier die Klingenwaffe, habe ich jetzt nur die Anfangswaffe gecraftet, ist aber egal, dann kann ich auch hier bei der Manöverliste sehen, dass es noch verschiedene Manöver gibt, eben für jede einzelne Waffe hier. Den Klingenschnitt, die Kettenschleuder, Linksklick, Rechtsklick oder auch mal Rechtsklick halten zwischendurch, dann macht er eben verschiedene Manöver. Das Spezialmanöver hier auf Q ist hier ein anderes, da kann man sich an den Gegner ranziehen oder sich von ihm schlagartig entfernen. Ist, wie gesagt, die Kettenklingen sind eine sehr mobile Waffe. Anders ist das beispielsweise, wenn man hier mal den Hammer nimmt. Hier, zack, nehme ich den mal. Sieht auch gleich ziemlich fett aus. Zweihändig mit vorne noch einem Griff dran. Wenn ich jetzt in die Manöverliste gehe, sieht das eben hier alles ganz anders aus. Und man kann hier oben auch mal sehen, was die Waffen ausmacht. Hier, der Hammer macht hohen Betäubungsschaden. Ab und zu ist der Behemoth dann betäubt und wehrt sich nicht für eine kurze Zeit, wenn das alles klappt. Ja, so kann man eben verschiedene Waffen benutzen, die einem gerade gefallen oder die der Gruppe noch fehlen, wie auch immer. Für jede Waffe gibt es hier so Meisterschaften, da kann man sich angucken, was man da hat. Beispielsweise habe ich den Speer jetzt relativ viel genutzt, da bin ich auf Level 5, sonst habe ich alles noch auf Level 0. Bei dem Speer kann man dann sehen, was es hier für verschiedene Achievements, könnte man sagen, gibt. Kann man auf Belohnungen klicken, dann sieht man hier, was es auf den verschiedenen Meisterschaftsleveln noch alles so gibt. Kann man Verbesserungen, Level kann man hier erhöhen, kriegt noch einen Verbrauchsgegenstand mehr, man kriegt hier einen Titel, man kriegt so einen Slayer-Kern, das sind diese Dinge, daraus kommen dann die Zellen, die man reintun kann. Wenn man diese Zellen, diese Kerne kriegt man auch, wenn man die Behemoth erledigt, die kann man dann hier knacken und da kommen dann Zellen raus. Leider habe ich jetzt gerade keinen Kern bekommen bei der letzten Jagd, aber bekommt man auch relativ regelmäßig was und kann damit die Rüstung und die Waffen verbessern. Hier ist dann die Rüstungscrafterin, das gerade war der Waffencrafter. Hier gibt es dann eben auch für jeden Behemoth eine zugehörige Rüstung, die man immer höher und höher leveln kann. Das ist einfach gemacht, man wählt hier einfach irgendwas aus. Beispielsweise hier Boreus ist vom Boreus-Behemoth. Den Helm habe ich noch nicht gecraftet. Wenn ich jetzt hier auf Herstellen klicke, bums, habe ich ihn gecraftet und kann ihn eben dann auch ausrüsten, wenn ich das will. Ich habe die Helmanzeige jetzt ausgestellt, deswegen sieht man das nicht hier beim Ausrüstung.
Ausrüstungsbildschirm sieht man jetzt hier, dass der auch eine gewisse Eisresistenz hat hier und eine Feueranfälligkeit. Es gibt, wie gesagt, jede Menge Quests. Dann sagen die zum Beispiel am Anfang, benutze Granaten im Kampf, so Tutorial-mäßig. Es gibt den Jagdpass, das ist so eine Art, ja, Echtgeld-Abonnement. Da bekommt man dann eben ein bisschen mehr Erfahrung und sowas alles. Kann man machen, muss man aber bisher jedenfalls nicht. Was mit Karte ist letztendlich gemeint, was man hier auf die Jagden letztendlich zugreift oder hier eben auf diesen Patrouillenmodus, den habe ich selber, muss ich gestehen, noch nicht gemacht, aber letztendlich muss ich da die Behemoth letztendlich ja finden und dann töten. Ist aber eigentlich das Gleiche. Es geht letztendlich in dem Spiel immer um den Kampf gegen diese Behemoths. Da gibt es dann, wie gesagt, verschiedene und manchmal spawnen die auch Adds und dergleichen mehr. Aber letztendlich ist es doch immer das Gleiche. Wenn einem das gefällt, ist das ein super Spiel. Es spielt sich total flüssig und fluffig. Die Steuerung ist gut. Ich finde die Grafik auch nett gemacht. Also wenn man den Comic-Modus mag, das ist alles hier, wirkt alles aus einem Guss, sage ich jetzt mal. Sehr schön durchdacht, funktioniert alles super. Ich persönlich muss gestehen, ich finde es etwas eintönig, die langen Kämpfe gegen die Behemoths, die letztendlich trotzdem immer die gleichen Angriffsmuster abspulen und ich selber letztendlich auch immer das gleiche Angriffsmuster abspule. Aber gut, das ist meine Meinung. Wenn einem sowas gefällt und da ist nichts gegen einzuwenden, dann ist das ein cooles Spiel und vor allem auch gratis. Mehr gibt es jetzt an der Stelle eigentlich nicht zu sagen. Hier gibt es noch so ein paar andere NPCs, die geben einen Quest und sowas. Oder man kann, da hinten gibt es noch einen NPC, da kann man die Kanonen dann craften. Aber letztendlich habt ihr jetzt so das meiste, behaupte ich mal, gesehen. Auch wenn ihr jetzt mal Videos von Leuten guckt, die jetzt höher im Leveln sind. Klar sind das dann andere Behemoths und so. Aber letztendlich bleibt der Spielablauf derselbe. Gut, ich werde mir das Spiel noch ein bisschen länger angucken. Ich finde es nicht so schlecht, auch wenn es mich jetzt offensichtlich nicht begeistert. Weitere Videos werde ich wohl nicht darüber machen, denn wie gesagt, jetzt hat man alles gesehen und das lohnt sich dann einfach nicht. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur noch, ja, euch eigentlich einen schönen Abend zu wünschen und noch mitzugeben, dass ich mich natürlich über Likes und Abonnements und dergleichen mehr freue. Und hoffe, ihr guckt hier auch mal rein, macht euch ein eigenes Bild. Und ansonsten wünsche ich euch einen schönen Tag, euer Larik.